Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie von mir. Es geht mal wieder um die theoretische Informatik, aber ich versuche es nicht ganz so theoretisch zu machen. Und zwar geht es dieses Mal um Logik. Und Logik ist eigentlich was ziemlich Cooles, wird aber irgendwie immer so ein bisschen abgetan, als braucht man halt, ist aber echt blöd und so. Nein, es ist ziemlich cool. Und zwar möchte ich am Ende von dem ersten Teil auf jeden Fall dieser Serie, also am Ende von der Aussagenlogik in Java mit euch einen Sudoku-Solver programmieren. Das bedeutet, wir werden uns die ganzen logischen Regeln für Sudoku herleiten und dann halt das Ganze implementieren und dann auch lösen können. Gut, also fangen wir direkt mal an. Bei der Aussagenlogik, ich hoffe, ich habe euch jetzt genug motiviert, haben wir sozusagen fünf grundlegende Symbole erstmal. Die anderen werde ich euch dann nach und nach zeigen, aber die ersten fünf, die möchte ich euch jetzt gleich im ersten Video zeigen. Die sind auch nicht schwer, keine Sorge. Und zwar haben wir zunächst mal welche, die ihr schon kennt, nämlich die 1 und die 0. Die bedeuten so viel wie wahr oder falsch. Also jeder, der schon mal programmiert hat, kennt die boolschen Werte true, die 1 und false, die 0. Und jeder, der schon mal programmiert hat, kennt auch die boolschen Funktionen und, oder und nicht. Also das nicht ist in Java ein Ausrufezeichen, das und ist in Java zwei uns, also zwei kaufmännische uns. So. Und das hier unten, das logische Oder, ist das hier in Java, beziehungsweise in den meisten anderen Programmiersprachen auch. Und ja, jetzt möchte ich euch noch kurz die Wahrheitstabelle vorstellen, denn die werden wir noch brauchen. Also wie gesagt, das ist ein Grundlagenvideo. Wenn ihr das Ganze schon kennt, dann schaltet einfach ab und guckt nächstes Mal wieder zu. Dann werde ich nämlich ein bisschen mehr machen. Das, was man nicht aus Java kennt. So, und jetzt machen wir erstmal weiter hier. Also wir haben quasi eine Wahrheitstabelle in diesem Ding hier gegeben. Die kann auch größer sein, die kann auch kleiner sein. Und eine Wahrheitstabelle gibt an, was bei Eingaben A und B für einen Ausgabewert X rauskommt. Und genau das kann man für diese ganzen Dinger hier machen. Das hier sind die möglichen Eingabewerte, nämlich True und False. Ansonsten wäre halt ziemlich langweilig, wenn man irgendwie die als Funktion definieren würde. Das hier sind die Funktionen dazu. Das heißt, die kann man dann drauf auswerten. So, fangen wir zunächst mal mit dem Nicht an. Da brauchen wir dieses A hier überhaupt nicht. Da gibt es nämlich nur eine Eingabe. Und diese eine Eingabe wäre in dem Fall dann B. Machst du das bitte mal da weg? Danke. So, da wir für B, also da wir nur eine Eingabe haben, brauchen wir A überhaupt nicht betrachten. Das heißt, für B kommen nur zwei Möglichkeiten irgendwie zustande, nämlich die 0 und die 1. Was anderes kann B eh nicht sein, das kann entweder true oder false sein. Und man fängt meistens mit der 0 hier oben an, denn man will binär zählen, also von dem kleinsten, was man irgendwie hat, zum größten, was man irgendwie hat. Ich zeige euch das nachher noch genauer. So, und dieses not bedeutet jetzt einfach, wir nehmen einfach jeweils den anderen Wert. Was anderes steckt nicht dahinter, das heißt, nicht 0 wäre 1 und nicht 1 wäre 0. Okay? Also ist relativ easy. Einfach immer den anderen Wert nehmen. So, das war dieses nicht schon. Jetzt machen wir weiter mit dem und. Und das und ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber auch nicht wirklich viel. Und bedeutet so viel wie, es müssen beide wahr sein. Dazu brauchen wir zunächst mal zwei Eingabewerte, nämlich A und B. Also man schreibt es dann auch so, ich zeige euch das kurz, A und B. So sieht es dann als Formel sozusagen aus. Ich lasse das gerade mal so stehen hier. So, und da wir jetzt zwei Variablen haben, müssen wir auch beide Felder hier belegen. Das heißt, die Eingaben A und B sehen so aus. Wir fangen hier oben mit der 0 an, also die binäre 0. Dann zählen wir hoch, die binäre 1 sieht so aus. Dann die binäre 2, so. Und 3 ist das hier. Gut. Und dann haben wir hier 0, 1, 2 und 3. Wenn wir jetzt noch eine dritte Variable hier haben, machen wir hier unten halt weiter mit 4. Das heißt, 1, 0, 0, 5 wäre 1, 0, 1 und so weiter und so fort. Und ihr seht, das Muster wiederholt sich. Diese 0, 0 und 0, 1 findet man hier wieder. Denn im Prinzip steht hier für das C, was hier oben dann wäre, steht hier überall eine 0 und hier unten überall eine 1. Ups, das war eine zu viel. Und man kopiert einfach den Teil und fügt ihn hier wieder ein. Relativ einfach. Also für beliebig große Variablenfelder ist es relativ einfach zu machen. Wenn ihr jetzt noch eine Variable dranhängen wollt, dann kopiert ihr einfach den Teil nochmal nach unten, schreibt hier vorne dran überall Nullen und unten dran wieder Einsen.
Einfach mal selber ausprobieren, falls es jetzt gerade zu schnell ging. Wir brauchen es aber auch tatsächlich gar nicht hierfür. Kein Rahmen bitte. So. Also, nochmal zurück zum Thema. Bin ein bisschen abgeschweift. A und B. A und B bedeutet, A muss wahr sein und B muss wahr sein. Da die 0 false heißt, haben wir nur einen einzigen Fall. Die drei fallen raus. Es bleibt nur noch der hier übrig. A ist wahr und B ist wahr. Das heißt, hier kommt eine 1 bei raus. Und alle drei anderen sind 0. Das heißt false. Das heißt, A und B ist nur wahr, wenn beide Eingabevariablen wahr sind. Und das kann man auch auf drei Stellen ausweiten, sozusagen. Wenn ich sage, Sekunde, ich muss das hier kurz kopieren. A, B und C. Dann kommt hier, wie gesagt, dieses C noch dazu. Und wir machen das jetzt tatsächlich mal. Wir machen das hier wieder groß. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So. Und dann ist das hier auch nicht mehr 1, sondern A und B und C bedeutet, es müssen alle drei wahr sein, ansonsten ist die ganze Gleichung false. Das bedeutet, hier haben wir eine Variable, die false ist, nämlich immer C. Hier ist A false und B. Hier ist nur A false, hier ist B false. Immer blöd gelaufen. Die sind alle false, nur hier unten, das ist wahr oder true, weil alle drei Eingabevariablen wahr sind. Und jetzt kann man das Ganze noch mit einem D machen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr habt das Muster verstanden. Dürfte jetzt nicht allzu schwierig gewesen sein. Ich lösche das hier gerade nochmal raus. Wobei eigentlich kann ich die Seite. Ne, machen wir nochmal raus. Ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher, wenn wir das Ganze nur mit zwei Variablen machen. Bei dem Oder funktioniert das Ganze ziemlich ähnlich. Nur dass. Oder jetzt bedeutet, Moment, ich muss das kurz kopieren. Die ganzen Dinge einmal mit ASCII-Code einzugeben, ist ein bisschen umständlich, deswegen habe ich mich für Copy-Paste hier entschieden. Also sagen wir A oder B. A oder B bedeutet, das hier muss weg. A oder B bedeutet, eins davon muss wahr sein. Es ist kein Entweder-Oder. Ein Entweder-Oder wäre ein XOR, das sieht anders aus. Zeige ich euch irgendwann anders. Kann man auch anders darstellen. Aber es gehört nicht zu den grundlegenden Zeichen. Dazu gehört wirklich nur das hier. Und ein Oder im logischen Sinne bedeutet, eine der Variablen muss wahr sein, die andere ist egal. Also wenn sobald eine wahr ist, ist die Endgleichung wahr. Gut, das bedeutet, wir haben hier unten 0 und 1, haben 0 oder 1, um genau zu sein. A ist falsch, aber B ist wahr. Das bedeutet, die Endgleichung ist auch wahr, weil ja B wahr ist. A ist wahr. Also hier unten jetzt an dem Feld, A ist wahr, dann ist uns B egal. Und hier unten haben wir sogar beide wahr, aber es reicht uns eins, das ist uns auch völlig Schnuppe, was das andere dann ist. Das heißt, sobald eine Variable davon wahr ist, gucken wir die andere gar nicht mehr an. So, und hier oben haben wir ein Problem. Hier gucken wir A an, A ist falsch und B ist leider auch falsch. Das bedeutet, hier kommt insgesamt ein falsch raus. So, und wenn wir das Ganze jetzt noch erweitern für ein C, dann sieht das ein bisschen anders aus. So, ich tippe hier mal wieder die Gleichung ein. So, und so. Also, hier oben ändert sich gar nichts. So, hier oben ändert sich überhaupt nichts, denn hier ist immer noch alles falsch. Das heißt, da passiert immer noch nichts. Hier ist B immer noch wahr. Das heißt, es reicht uns eine Variable, die anderen zwei interessieren uns überhaupt nicht. Hier ist A wahr und hier sind sogar beide wahr. Und ab hier unten sehen wir, ist C immer wahr. Also hier in allen vier Fällen ist C wahr. Das heißt, die ganze Gleichung hier wird automatisch wahr und wir müssen A und B gar nicht mehr angucken. Es ist uns völlig egal, was da steht, denn C ist wahr und das reicht uns schon. Und ja. Das ist sozusagen, wie Oder funktioniert. Das heißt, Oder ist so ein bisschen das Gegenteil vom Und, aber nicht komplett, wie ihr sehen könnt. Ja, und das sind die logischen Gleichungen, also die grundlegenden logischen Gleichungen. Nächstes Mal geht es weiter mit, weiß noch nicht, vielleicht impliziert. Genau, alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch irgendwie zu schwer war oder zu schnell oder sowas, schreibt mir in die Kommentare, dann versuche ich euch das dort nochmal zu erklären. Oder schreibt mir eine PN, geht genauso, haben schon viele gemacht. Alles klar, dann bis dann, ciao, ciao.